Hallihallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid im Bastelzimmer von Ostfriesland. Ich bin Yvonne von Papillon und wir basteln heute mal wieder eine Tech-Karte. Das hat jetzt diesmal ein bisschen auf sich warten lassen, aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich auch diesen Monat mal wieder eine Tech-Karte fällig. Wir starten zunächst mit dieser Malve als Grundfarbkarton, der hat jetzt die Maße 29 mal 14,5. Ich schreibe euch die Maße allerdings auch alle hier nochmal genau auf. Also dieser wird es werden und da können wir jetzt auch direkt hergehen und den einmal mittig falzen. Nehmt dafür euer Schneid- und Falzbrett und legt es euch jetzt auf der langen Seite bei 14,5 cm einmal an. Dann können wir das auch schon einmal falzen. Das wäre das Erste. Jetzt brauchen wir Farbkarton in Grundweiß, dreimal mit den Maßen 14 mal 14. Und wir brauchen dreimal Designerpapier mit den Maßen 13,5 mal 13,5. Die Maße, wie gesagt, schreibe ich euch hier rechts einmal auf. Hierbei handelt es sich um das Designer-Papier wildblühend und das habe ich mir einmal so geschnitten, dass das hier eine fortlaufende Geschichte wird. So passt das für mich in meinen Augen am allerbesten und die klebe ich jetzt erstmal überall einmal auf das Grundweiß. Ihr könnt dafür natürlich Tombow nehmen. Das würde ich jedem Anfänger empfehlen. Seid ihr schon fortgeschritten, nehmt einfach doppelseitiges Klebepapier, Klebeband und dann ist das auch wunderbar. Hier einmal darauf achten, dass ihr zu den Rändern möglichst gleich seid und das Ganze dann einmal ablegt und dann gegebenenfalls noch ein bisschen hin und her schiebt, sodass ihr überall den gleichen Abstand habt und dann das Ganze einmal fixieren. Das machen wir jetzt auf diesen hier genauso mit dem Rest. So, dann nehmt euch eure Grundkarte und da werde ich das jetzt hier einmal auf die Front aufkleben. Und dann einmal hier innen das Ganze weiterführen. Nehmt euch jetzt die hier nochmal Malve und zwar mit dem Maß 13 mal 2,5. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen einzeichnen. Und zwar legt euch das einmal unten an und bei 5 cm hier sollte das ungefähr auskommen. Und dann macht ihr unten bei 2,5 cm einmal eine Markierung und dann legt ihr euch das oben noch mal an, wieder bei 5 cm und hier legt ihr euch, macht ihr eine Markierung bei 0 cm. Dann machen wir Folgendes: Wir nehmen uns jetzt einen Falzstift oder nehmt euch euer Falzbein und jetzt geht ihr von dieser Ecke zu dieser Markierung und von dieser Markierung zu dieser Markierung. Immer ein bisschen drauf achten, macht vorsichtshalber ganz leicht vorher eine Markierung, um zu sehen, ob ihr die Spitze trefft. Und wenn ja, dann habt ihr es richtig gemacht. Falzstift und Falzbein brauchen immer einen Müh Spielraum.
So, und dann habt ihr das so aussehend. Das könnt ihr dann auch schon einmal nachfalzen. Und wenn hier jetzt ein Müh drüber ist, dann ist das nicht schlimm. Schneidet das einfach ab. Das ist schon okay so. So, dann haben wir das. Jetzt haben wir nochmal Designerpapier. Da machen wir das Ganze nochmal genauso. Also bei 5 cm unten anlegen, bei 2,5 cm eine Markierung machen. Und dann das Ganze oben anlegen bei 5 cm. Und bei 0 cm eine Markierung machen. Und auch hier machen wir das folgendermaßen, dass wir uns das einmal einschneiden. Und zwar gehen wir von der Ecke zur unteren Markierung, legen uns das hier in die Schneiderille rein, schauen, ob das gerade ist, und dann schneiden wir uns das einmal so ab, auch hier wieder einmal Markierung und dann zur Spitze. Gegebenenfalls einmal kurz nacharbeiten und nachziehen, dann passt das schon. So. Dann haben wir einmal hier das Dreieck und das können wir uns jetzt hier schon mal aufkleben. Denkt dran, geht nicht über die Falzen, sondern bleibt kurz davor, damit die Falzen noch vernünftig arbeiten können. Das tun sie hier. Und das schön fixieren. Und hier machen wir dasselbe und bringen uns da auch Tombow auf und kleben uns das auf den Rest auf. Und das ist auch nicht schlimm, wenn das jetzt hier ein bisschen übersteht. So, immer so gucken, wie es halt läuft, das Papier. Einmal nachfalzen. Und wenn jetzt hier am Rand ein bisschen übersteht, macht das nichts. Das ist meistens nur ein Müh, den können wir einfach mit der Schere abschneiden. Das brauchen wir gerade nicht. So, dann haben wir hier nochmal Malve mit dem Maß 21 x 2,5. Hier müssen wir ein bisschen falzen. Und zwar legt euch das an der langen Seite einmal an, bei 2 cm. Bei 9,5. Bei 11,5 und einmal bei 19 hier mache ich das jetzt so, dass ich das per Hand einfach ein ganz klein wenig kürze. Das ist wirklich nicht viel, das ist ein Millimeter. Hier, auch hier ziehe ich einmal die Falzen nach. Und das, was ich abgeschnitten habe, das kommt jetzt nach unten. Dann geht sich das hier ganz genau aus. Jetzt nehme ich mir die obere Seite, bringe mir hier ein bisschen Klebstoff auf. Und kann mir das jetzt hier umknicken.
So, dann haben wir das auch fertig. Jetzt lege ich mir das so hin, diese übereinander geklebten, die nehme ich nach unten und ich gebe mir jetzt hier, wenn ist das die richtige Größe? Jetzt muss ich gerade mal gucken. So, und das klebe ich mir jetzt hier einmal auf. So, was hatte das jetzt für eine Maß? 7,4 in der Länge mal 1,9. Und da hatte ich, glaube ich, einen Denkfehler drin. Jetzt muss ich das gleich noch mal schauen. Ich klebe mir das jetzt hier gleichmäßig zum Rand auf. Und ihr seht schon, ich bin hier ein bisschen zu lang. Das macht aber nichts. Das sieht man nachher nicht. Also ihr könnt das ruhig auf der Länge lassen von 7,4 mal 1,9 und schneidet euch das dann ab. Das sind wahrscheinlich 7,2 letztendlich, aber spielt auch eigentlich keine Rolle und uneigentlich auch nicht. So, das haben wir auch. Dann haben wir hier einmal ein Stück Farbkarton in Malve mit dem Maß 12,5 mal 4 und einem Aufleger in Designerpapier mit dem Maß 12 mal 3,5. Das können wir uns hier jetzt ebenfalls schon aufeinander kleben. So, und das können wir jetzt schon mal nehmen und uns hier auf der linken Seite bringen wir uns das jetzt gleichmäßig vom Rand einmal auf und geben an drei Seiten, zwei kurzen und einer langen hier an den Seiten ganz am Rand Tombow auf. Und bringen das jetzt, wie gesagt, zum Rand her ungefähr gleichmäßig einmal auf und kleben das Ganze fest. Dann habe ich hier noch mal Farbkarton in Malve mit dem Maß 10 mal 8 und einmal Farbkarton in Grundweiß mit dem Maß 9,5 mal 7,5. Auch das kleben wir aufeinander. Auch hier wieder darauf achten, dass ihr bündig zum Rand seid und das gegebenenfalls noch ein wenig verschiebt. Viele werden jetzt sagen, oh, das ist mir zu kompliziert. Versucht es einfach erstmal, bevor ihr direkt die Flinte ins Korn werft und mit ganz günstigem Papier, was ihr noch so rumliegen habt oder das ihr eh wegschmeißen würdet. Und dann versucht das erstmal, bevor ihr, wie gesagt, direkt aufgebt und nicht weitermacht. So, dann haben wir hier noch einmal Farbkarton in Malve mit dem Maß 11 mal 8 und einem Aufleger in Grundweiß mit dem Maß 10,5 mal 7,5. Auch das kleben wir uns hier bündig zueinander auf. Und dann haben wir das nochmal Malve in 8x8 und die Farbkarton in Grundweiß mit dem Maß 7,5 mal 7,5. Auch da gehen wir ganz genauso vor. So, das 11 mal 8 und das 8 mal 8 kommt erstmal zur Seite. Jetzt nehme ich mir hier den Tag mit dem Maß 10 mal 8 cm. Und das packe ich mir jetzt hier schon mal so rein, damit es nicht verloren geht. Und ich mache mir jetzt eine Markierung. Und zwar, jetzt müssen wir es doch noch mal rausnehmen, auf diesem Stück bei 3 cm.
ganz leicht nur. Und den Rest können wir nachher auch wegradieren, aber auf beiden Seiten. Hier nur ein kleines Stück. Da brauchen wir nicht so viel. Also man sieht es nur ganz schwach, wie ich jetzt hier die Linie gezogen habe. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich gebe jetzt hier auf dem Mechanismus, auf dem freigebliebenen Stück ohne Designerpapier, da gebe ich mir jetzt Tombow einmal auf. Knick mir das um, leg mir diese Spitze auf die Falz und orientiere mich jetzt an der Linie. So, schön darauf achten, die Spitze muss jetzt hier drauf liegen und der Rest orientiert sich an der eingezeichneten Linie. Jetzt gucken wir mal, ob es zugeht, wenn wir es jetzt reindrücken. Jawohl, das tut's. Und jetzt können wir uns das hier auch einmal fixieren. Jawohl. Super. Wir nehmen uns jetzt einmal den Farbkarton mit dem Maß 11 mal 8, legen uns das jetzt hier einmal auf und ihr habt ja hier diese Markierung, wo ihr praktisch das ganze Langlaufen habt. Hier die Ecke von dem Designerpapier. Und da legen wir jetzt rechts davon das Ganze einmal an. Und zwar so, dass ihr die untere Seite von der Karte euch hier an das Ärmchen, an den Mechanismus auflegt und das praktisch hier festklebt. Dafür nehme ich mir jetzt Tombow und gebe mir davon jetzt rechts neben der Spitze fange ich an und ziehe mir das einmal so hier rüber und lege mir jetzt die Karte unten an dem Mechanismus rechts von der Ecke an. Und schau, dass ich hier unten bündig bin und das Ganze fixiere. So schaut das Ganze jetzt aus. So, was wir jetzt machen, ich muss mir die Karte einmal umdrehen. Klappt euch das jetzt hier einmal auf. Nehmt euch jetzt euren Arm, halt, den ihr jetzt eben fertig gemacht habt, nehmt euch den. Und dann macht ihr Folgendes. Ihr gebt euch jetzt hier erstmal Tombow auf. Also auf dieser langen Seite ohne Designerpapier. Und dann legt ihr euch das unten bündig einmal an und in der Mitte von der Karte hier. Schön unten darauf achten, dass das schön mittig ist. Dann dreht ihr euch das Ganze einmal auf Kopf oder ihr legt es euch so hin. Jetzt gebt ihr euch hier einmal Tombow auf den kleinen Fuß hier. Und legt euch das jetzt hier einfach einmal so ab. Und auch hier einmal schön fixieren. Dann habt ihr noch hier das Stückchen. Auch hier bringen wir jetzt Tombow auf. Und hier kommt das 8x8, müsst ihr euch jetzt nehmen. Gerade noch mal gut gegangen. Und jetzt schaut ihr, dass ihr links und rechts ungefähr denselben Abstand habt. Ihr könnt das entweder
euch markieren oder ihr macht es einfach, indem ihr mal eure Adleraugen einschaltet und euch das ungefähr so per Eyeball so ein bisschen zurechtlegt. So, dann haben wir das auch fixiert. Und jetzt lässt es sich auch super zusammenschieben. Das funktioniert also, der Mechanismus. Ihr solltet, ein kleiner Tipp vorab, wenn ihr es bestempeln wollt, solltet ihr das vorab machen. Hier kommt das Tag rein. So. Und hier haben wir jetzt nochmal ein Grundstück in Grundweiß mit dem Maß 12,5 x 6,8, und das bringe ich mir jetzt hier noch auf, um ja, um das Ganze als Schrift, also Gruß oder persönliche, für die persönlichen Worte kann man das dann noch machen. Man kann es natürlich auch freilassen, das liegt ganz bei euch, wie ihr das gerne haben wollt. Ich orientiere mich links und rechts jetzt und schaue, ob dass ich oben und unten ungefähr denselben Abstand habe, und mache mir das Ganze hier einmal fertig. So, dann fangen wir an mit der Ausgestaltung. Hier nehme ich mir wieder die Schmetterlingsakzente aus Papier, und da können wir diesmal richtig schön mit den großen arbeiten, und den werde ich mir jetzt hier aufkleben. Nehme ich mir auch noch einen von klein. Ihr könnt euch die schön vorab einmal übers Falzbein legen, damit das ein bisschen Struktur bekommt. Und klebt euch das einfach dahin, wo ihr meint, dass es gut ausschaut. Es darf auch ein bisschen, falls ihr die Karten nicht verschicken wollt, könnt ihr sie auch ein bisschen über den Rand setzen. Wenn ihr sie verschicken wollt, dann solltet ihr natürlich möglichst in diesem Bereich bleiben von der Karte. Und hier setze ich mir das jetzt einmal so fest. Aus dem Stempelset gemalte Worte werde ich mir jetzt das Ich denk an dich und von mir mit Liebe einmal aufstempeln auf Grundweiß. Dafür nehme ich Memento, beziehungsweise dann nehme ich mir passend zum Papier einmal Espresso. Ich stempel mir das hier einfach einmal so ab. Und auch diesen Spruch von mir mit Liebe, den stempel ich ab. Und schneide mir das Ganze hier auch einmal aus. Klebt euch jetzt das einmal auf Farbkarton in Espresso auf, und dann schneidet ihr das praktisch noch einmal aus. Habt ihr das fertig? Könnt ihr euch das jetzt hier mit Dimensionals einmal versehen
und das Ganze einmal aufkleben. Und innen drin kommt das Ganze dann auch noch mal zum Einsatz. Hier werde ich jetzt noch von den Happy Stay diese kleinen Sternchen aufstempeln. Da kommt jetzt einmal Malve zum Einsatz und ich lasse mir das jetzt hier erstmal liegen, damit ich mich orientieren kann. Und einmal hier unten. So, das werde ich hier allerdings nicht mit Dimensionals versehen, weil das ist ja, das Innenleben ist schon dick genug. Das brauchen wir nicht zusätzlich noch. Den setze ich mir jetzt hier einmal mittig auf. Und da kommt jetzt noch mal der Happiest Day in. Der wird jetzt noch mal eingesetzt und zwar werde ich da hier diese Libelle wieder verwenden. Die stempel ich mir zunächst mit der Kontur in Espresso ein. Und da verwende ich dann bei den unteren Flügelchen einmal Malve und bei den oberen, da nehme ich Rosé. Fangen wir mit den oberen an. Und dann noch einmal Malve für die unteren Flügelchen. Und aus den Happiest Days werde ich noch mal You're the Best und hier diese kleine Ecke benutzen und das werde ich jetzt hier aufstempeln in Espresso. So, und schon ist eure Technikkarte soweit fertig und kann verschenkt werden. Ich finde, das hat mal wieder eine richtig schöne Technik und hier mit dem, ja, da könnt ihr natürlich auch Gutscheine reinpacken oder ja, Geldgeschenke und ihr habt auch hier genügend Platz, noch eure persönlichen Worte zu setzen. Ihr könntet auch natürlich hier oben noch ein paar persönliche Worte schreiben. Das ist euch selbst überlassen. Denkt dran, jetzt im August können die Gutscheine vom Juli eingelöst werden. Wenn ihr also noch was bestellen möchtet, dann denkt dran, verwendet hier oben den eingeblendeten Gastgeberinnencode. Dann kann ich euch eure Treuepunkte gutschreiben. Und ja, und ihr bekommt natürlich dann eure Schätzchen nach Hause geschickt. Ich würde sagen, das war's für heute von mir, für euch. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Nachbasteln, insofern ihr nachbasteln möchtet. Und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche Sonntag wieder einschaltet hier auf diesem Kanal. Vergesst bitte nicht ein Däumchen hoch oder einen Kommentar. Da freue ich mich immer drüber. Und ich sage jetzt Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche Sonntag und bleibt gesund und bunter. Bis denn, tschüss!